Ich hoffe, du landest im Knast. Bitte lande im Knast. Zungenbär. Du frisst mich auf mit deiner Zunge. Was laber ich schon wieder? Nö? Ja, du kleiner mit deiner Zunge. Bitte frisst mich nicht auf. Okay, gleich mal zu Beginn was sehr Interessantes hier. Okay. Das ist das Menü, wenn ihr speichert. Und damit willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters für den Game Boy Color. Weiter geht es. Und ich habe keine Ahnung, was weitergeht, aber ich hoffe, du landest im Knast. Bitte lande im Knast. Ich gebe dir einen Tipp. Im Menü kannst du den Spielstand speichern. Danke, das weiß ich bereits. Okay, scheinbar geht's hier weiter. Ich finde das auch tatsächlich ziemlich cool, wie Slime hinter mir herläuft. Hier ist der Startbaum. Oh, ich bin richtig. Das ist das Starttor. Hoi müsste da drin sein. Kani, viel Glück. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich jetzt Kahn heiße und nicht Kani. Okay, was geht ab? Okay. Ich liebe den Sound. Okay. Interessante Map-Gestaltung. Was mich aufregt, ist die Tatsache, dass... Oh cool, ich muss einfach nur drüber laufen. Was mich aufregt, ist die Tatsache, dass ich nicht rennen kann. Aber ich finde diese Map-Gestaltung gar nicht mal so übel. Es gab schon schlimmere. Der erste Gegner. Ein weiterer Schleim. Stand da gerade ungetüm? Okay. Das ist das Menü. Ich muss mal ganz kurz den Ton lauter packen. So, Ton ist lauter gestellt. Und ich hoffe, es läuft alles noch so wie vorher. Und ich finde das sehr, sehr interessant, wie das gestaltet ist. Es ist natürlich lächerlich dämlich gestaltet. Klar, liegt auch an der Leistung des Game Boy Colors, beziehungsweise Game Boys. Den es gab und deswegen ist das halt so ein bisschen blöd gestaltet, aber ich denke, in späteren Teilen, die wir auch noch spielen werden, bis auf den zweiten Teil, und den dritten Teil. Oh, ein Zungenbär. Digga, das heißt Ameisenbär, aber okay, dann hieß es früher scheinbar Zungenbär. Interessant. Zungenbär. Du frisst mich auf mit deiner Zunge. Was laber ich schon wieder? Okay. Oh, ich habe nur noch zwei Leben. Okay, er ist tot. Das ist gut. Und Slime erreicht Level 2. Nice. Maxi KP 8 Max MP 3. Oh, er bekommt endlich MP. Ach ja, weil ich im Übrigen... Zungenbär ist aufgestanden und will mitkommen. Okay, das wollte ich fragen. Und zwar, wie läuft das jetzt mit dem Verben ab? Aber scheinbar so. Zungenbär, wie wird der benannt? Ah, hier steht Ameisenbär, oder? Ja, ich denke, ich bleib bei Amy. Warum auch immer. Ja. Wahrscheinlich, weil es weiblich ist. Amy jetzt mitnehmen, ja. Oh, okay. Okay, das ist cool. Ah, und hier, wenn ihr Select drückt, könnt ihr die Map sehen.
Aber was ich eigentlich wollte, ist... auf Slime die Items verwenden. Könnt ihr mit B drücken? Nee, Quatsch, mit A. Warum auch immer mit A? Oder ist es wahrscheinlich mit B? Keine Ahnung. Aber ich finde das sehr interessant. Damit hätten wir auch herausgefunden, wie sich denn die Monster anschließen. Denn später muss man die anders werden. Aber okay, dann ist das so und wir haben jetzt zwei Monster. Ist ganz cool. Finde ich echt cool. Ich würde gerne einen Maulwurfschelm haben, aber der wird wahrscheinlich hier nicht Maulwurfschelm heißen, oder? Ein Draco. Der, auch wenn er hier Vampir heißt. Ja. Es ist Draco. Ich kenne halt die Namen von später. Warum auch immer die später umbenannt haben. Ich weiß es gar nicht. Gab es dafür einen Grund? Ich wollte gerade sagen, hier komme ich gar nicht weiter, aber man kann einfach über die Bäume laufen. Finde ich so lächerlich dämlich. Okay, wir gucken erstmal weiter, bevor wir den Teleporter nutzen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein cooles neues Monster. Ja, jetzt nicht unbedingt Vampy bzw. Draco. Ich denke, ich bleibe bei dem Namen, den ich kenne und das ist nun mal Draco. Warum auch immer, das ist für mich auch neu. Steht hier? Oh, Vampy möchte mitkommen. Ja. Und... hä? Warum steht da DO? Okay, das ist blöd. Aber ich habe schon für dich einen Namen. Und du, mein Freund, wirst wie ein wundervoller Vampirlord heißen. Nämlich Vlad. Ja, ich möchte dich mitnehmen. Sind jetzt drei hinter mir her? Ey, wie cool! Okay, das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich möchte aber mal die Gruppe ein bisschen umändern. Stellung, hier geht das. Ist er jetzt vorne? Tatsächlich. Vlad ist vorne. Okay, so muss man das also machen. Vlad ist vorne, Amy ist da und Slime ist da. Ja. Oh, oh, okay, er ist auch vorne. Okay, das ist... ich finde das wirklich richtig geil. Später ist das leider nicht mehr so, dass die hinter einem herlaufen, aber... ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob das hier auch geht, aber es wäre sinnvoll... cool, dass Vlad Level 2 erreicht hat und Amy auch Level 2. Es wäre sinnvoll, wenn man mehrere Monster eines Typs quasi oder mehrmals das gleiche Monster fängt, weil die später sich dann auch noch zu anderen synthetisieren können. Also ich gehe mal davon aus, dass hier Synthese funktioniert und kommt hier jetzt eigentlich nur noch Vlad, Ding, Draco. Ich glaube schon. Ich glaube, hier gibt es nichts anderes. Schade eigentlich. Schade, ich hätte gern was Neues gesehen, aber gut. Dann halt nicht. Okay, wo geht's jetzt weiter? Bei diesem Teleporter, richtig? Ja, aber hier hinten gab es ja auch noch was. Was gibt's denn hier hinten? Oh. Kraut und Kraut. Voll cool. Ja, man muss sich, glaube ich, denke ich, ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube wirklich, dass in jedem Abteil ein neues Monster herrscht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es wirkt zumindest so. Oh, eine Chimärenflügel. Ja, oder ganz simpel Teleport. Mann, das ist so verwirrend. Wenn die das anders benannt haben.
Finde ich ein bisschen doof. Aber okay. Okay, da ist der Teleporter, den müssen wir uns merken. Okay, was haben wir hier? Oh, nochmal so ein Ameisenbär. Ich denke, ich bleibe bei den Originalnamen von den Monstern, die ich bereits kenne. Ich kenne nicht alle, das ist klar. Und viele, viele habe ich auch vergessen. Ich meine... Ich habe erst 2023 mit The Dark Prince angefangen. Aber... Aber... Ja. Den DS-Titel oder die DS-Titel, den eigentlich nur den, weil ich habe nur Dragon Quest Monsters Joker 2. Das ist schon Urzeiten her. Okay, geht's hier? Hier scheint's weiterzugehen. Wo geht's hier überhaupt weiter? Wo ist dieser blöde Typ? Oder was auch immer das für ein Ding ist. Hier ist noch ein Kraut. Ich find's gar nicht mal so schlecht, dass man so viele Kräuter bekommt. Noch ein Draco. Okay, ja. Wichtig ist auch für den Anfang, trainiert sehr, sehr viel. Denn später werdet ihr es wahrscheinlich bereuen, weil die oft sterben. Ich gehe mal davon aus, in späteren Teilen kann man den Ausrüstungsgegenstände geben. Ich gehe mal davon aus, dass das hier nicht möglich ist. Was geht denn hier ab? Maulwurfschelm? Nö. Warum nicht? Mann, oh, ich will den Maulwurf haben. Hä? Was? Nichts passiert? Okay. Ja, ich glaube, man muss sich wirklich dran gewöhnen, dass das so ein bisschen, ja, blöd gestaltet ist. Aber, was ich noch sagen wollte, und zwar, wir können ja mal hier gucken. WLD, das ist, dieser Fluchtwert quasi. Quatsch. Fluchtwert? Nee. Blöd. Dumm. Agilität ist doch Fluchtwert. Beziehungsweise das andere. Na, sag doch. Das ist der Bund quasi. Und hier haben wir noch einen Schleim. War das jetzt mein Slime oder? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wer jetzt angegriffen hat. Wer den Erstschlag hatte. Genauso bin ich mir nicht ganz sicher, wie es denn hier weitergeht. Okay, da scheint es irgendwas zu geben. Das ist sehr schön, aber ich möchte mich hier noch ein bisschen weiter erkunden. Anyway, falls ich es noch nicht gesagt habe, wir spielen natürlich zu 100% durch. Das ist... Ne? Ich denke... Das erklärt sich von selbst. Ich finde es schön, dass die langsam ihre Level alle bekommen. Ich stelle jetzt auch mal den Zungenbär nach vorne. Oder halt Amy. Oh, ups. Ja, genau. So wollte ich das. Der Slime kommt natürlich auch wieder ganz am Anfang, aber der Zungenbär hat es jetzt erstmal ein bisschen mehr verdient, ne? Ja, du kleiner mit deiner Zunge, bitte friss mich nicht auf. Okay. Oder schleck mich nicht ab. Ich wollte hoch. Was habe ich gemacht? Vielleicht wollte ich ja auch nur gucken, ob es hier noch was anderes aus so einem Schleim gibt. Oh, habt ihr gesehen? Wir haben gewonnen-hittet. Oder ich habe gewonnen-hittet. Das ist crazy. Trotzdem muss man sich extremst krass dran gewöhnen, was hier so abgeht. Oh. Ha! Ein Doktorschleim, okay. Dann bist du bestimmt dieser Dude, den ich suche. Tach, ich bin Heum. Du bist hier, um mich zu holen? Nein, nein, lass mal gut sein. Ja, Digga, ich bin den ganzen Weg gekommen, um dich zu holen und jetzt sagst du nö. Der Hof war mir zu langweilig.
Der heißt Heilschleim, wenn ich das richtig gesehen habe. Der möchte kämpfen. Was geht denn ab? Heilschleim. Okay. Ja, später heißt... Amy ist tot. Amy ist tot. Deep down in my heart, I still love you. Und ich kann sie nicht heilen. Und das finde ich auch sehr interessant, dass man scheinbar auch den Gegner heilen kann. Aber er heilt sich selbst. Ja, toll. Ich sehe aber, Vlad hat nur 5 Leben. 5 LP. Das wollte ich sagen. Ach man, was zur Hölle? Besiegt den doch. Ihr habt doch nichts mit Magiepunkte, oder? Habt ihr schon eine Attacke? Passiv. Befehl. Technik. Antidot? Was ist Antidot? Ich glaube, Antidot ist... Vergiftung, oder? Klingt so. Was zur Hölle ist Antidot? Alter, wie stark... Was für eine Verteidigung der hat. Normalerweise hat er keine so hohe Verteidigung, aber früher hatte der scheinbar eine extreme Verteidigung. Interessant. Vlad, ja... Ich weiß nicht, ob Amy trotzdem Erfahrung bekommt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie keine Erfahrungspunkte bekommt. Schade. Aber gut. Ist halt so. Soll ich mal das Antidot ausprobieren? Ich will wissen, was das macht. Antidot. Flat. Dann machen wir Abwehr. Nichts passiert. Okay, das scheint wirklich das zu sein, was es heißt. Gehe ich mal davon aus. Aber gut. Und Eislime möchte mitkommen. Ja, gut. Ja. Aber ich nenne dich... Oder sollen wir den Originalnamen behalten? Ja, komm. Einfach, weil der so random einfach... Einfach, weil der so random ist. So, da ist das M. Ja. Und ich möchte dich mitnehmen. Okay, man kann nur 3 Mitglieder haben. Okay, das hätte man sich denken können. Da Amy tot ist, geht sie erstmal zum Hof zurück. Gott, bist du stark. Ich mag dich, Kani. Okay. Conny, sauber. Wir gehen jetzt zurück. Aber da ist eine Truhe, die ich gerne hätte. Hallo? Okay, dann halt nicht. Manu. Conny, ihr habt es geschafft. Was? Holm wollte nicht zurückkommen? Aber mit euch wollte Holm mitgehen? Verstehe. Was für ein Schwein. Er ist so ein Verräter. Er mochte euch. Faszinierend. Ich mag euch dafür. Vergeben. Ich Brio. Nein, den Typ kannst du nicht vergeben. Das ist ein Schwein. Danke. Danke, Kani. Jetzt kann ich wieder zurück. Kani geht jetzt zum Kolosseum. Dort warten eure Gegner. Gewinnt ihr dort, qualifiziert ihr euch für das Turnier. Ich muss jetzt gehen. Schon wieder? Schon wieder? Was machst du da in deinem Büröchen? Möge die Macht mit euch sein. Digga, sind wir hier bei Star Wars? Was ist los bei dir?
Unter dem Schloss befindet sich das Kolosseum. Wenn man dort alle Gegner besiegt, kann man am Turnier teilnehmen. Okay, ich würde sagen, wir machen das aber im nächsten Part. Aber vorher möchte ich doch noch was anderes machen. Und zwar, weil du ja... Okay. Skytwark. Wartet unter ihm, dann passiert bestimmt etwas Gutes. Benutze den Hof, wie du willst. Ich möchte jetzt erstmal Slime abgeben. Auch wenn er der Stärkste ist. Und möchte Amy wieder mitnehmen. Ich denke, ich werde die auch bis zum nächsten Part trainieren. So ein bisschen. Okay. Seht ihr das? Amy steht einfach auf der Treppe. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Hier soll ja irgendwo so ein Sky-Ding rumfliegen. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber... ich hoffe es. Wir probieren das jetzt nochmal aus. Oh, was bist du? Mein Alter, steigt der Level nicht mehr. Ich habe meine Wachstumsgrenze erreicht. Okay. Ah, okay, dann haben wir jetzt auch herausgefunden, was das bedeutet. Aber... Eine Medaille, gut. Okay. Ah, da. Ein Ei von Skydwark. Aber man kann ein Ei nicht mitnehmen. Das Ei wurde Brio übergeben. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch herausgefunden und... Wer weiß... Ah! Skydwark. Was? Hä? Check ich da was gerade nicht? Okay, was bedeutet Schlaf eigentlich? Sollen die Monster hier schlafen? Die Monster wurden schlafen gelegt. Was bedeutet das? Ich habe kein Monster von dir bekommen. Ah, okay, so kann man scheinbar irgendwas machen. Wir finden es im nächsten Part heraus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dragon Quest Monsters wieder. Bis dahin, tschü und ciao, Leute!